Hey, so Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Zelda Majora's Mask. Und wir sind hier in dieser Höhle, wo wir nochmal gegen alle Minibosse antreten können. Und das werden wir auch tun, denn wir wollen ja schließlich das vorletzte Herzteil, was wir regulär hier sammeln können, bevor es in den Mond geht. Beziehungsweise, ja, stimmt schon. Bevor es zum Mond geht. Da bekommen wir nämlich noch die letzte Maske und die letzten vier Herzteile. Och, nicht du schon wieder. Na, langsam ist es wirklich nicht mehr lustig. So, jetzt fängt er schon damit an. So. Und das war's auch für ihn. Ach ja, ist das schön, so ein Vierfachschaden. So. Dann wollen wir einmal die Kiste holen. Hier sind wahrscheinlich auch wieder Rubine drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Delle. Dann haben wir noch zwei vor uns. Die machen wir auch geschwind platt wie der Wind nach. Na. Bäh. Jetzt darf ich da wieder hochklettern und den ganzen Weg nochmal neu springen. So, delle. Hopp und hopp und hopp und hopp. Hier ist wahrscheinlich dann das Auge. Mit seinem komischen vielen Blasen. Diesmal kriege ich dich aber besser platt. Hoffe ich. Was guckst du? Ich gucke viel. Ich bin Auge, ich gucke viel, ich gucke immer. Ich immer noch, dass das funktioniert. Aber viele kloppe ich dadurch nicht kaputt, habe ich das Gefühl. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viele Augen oder Blasen oder wie auch immer man diese Dinger nennen will, hat. Noch hat. Das ist bestimmt noch eine ganze Menge. Oh ja, das sind noch eine ganze Menge. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Glaube ich. Oh Gott, nein, ey. Dann nehme ich aber mal besser die Lichtpfeile da weg. Au.
Okay, wie habe ich den jetzt erledigt? Ich weiß es nicht, ich nehme es aber mal als gegeben hin. Mir tut jetzt mein Daumen gerade weh, vom vielen Stick drehen. Der nächste dürfte dieser komische Garu-Typ sein. Da werde ich es genauso machen, Stick drehen und dann hat sich das erledigt. Dem Garo. So, wir haben fast das Maximum an Geld mit uns. Bei uns. Mit bei uns. Und hops. Und jetzt einmal. So, wunderbar. Und dann komm her, du Garo-Typ. Autsch. So. Und das war auch der. Ja, das war natürlich jetzt sehr schlau, da stehen zu bleiben. Aber egal. Damit haben wir auch das erledigt. Bam, badababam. So. Die Minibosse sind erledigt. Dann müssten wir jetzt im Hauptraum auch das Herzteil bekommen. Du bist wahrlich eine erstaunliche Person, Link. Es sieht so aus, als hättest du ihre Seelen in Frieden gebracht. Vielleicht werde auch ich selbst bald verschwinden. Nun denn. Tschüss. Gut. Mama, 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 Mama. Und hops. Ach, das ist die falsche Seite. Ich will da jetzt nicht runterfallen. Danke. Gut. Jetzt fehlt uns noch ein Herzteil und das ist das von den Zoras, wo wir eine Jam-Session machen sollen. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wie es geht. Wir müssen nämlich wieder in die Vergangenheit reisen. Und dann können wir das machen. Weil so wollen sie gerade nicht. Und dann geht's auch nicht zum Drummer, sondern, glaube ich, zum Gitarristen. Hm, schön richtig erklärt. Ach, toll. Das muss jetzt natürlich sein, dass du da runterfällst, wa? Natürlich, ich bin Link. Nein. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie das Lied ging. Zack, zack. Ach ja. Nein. Nein. Och Gottchen, ey. Hallo. So ging es. Meine Güte, ich habe das Lied so oft gespielt und jetzt auf einmal... Wie ging es denn nochmal? Blackout. Speichern. Und sage das zum Tag des der ersten Dämmerung. Ja, wir kehren zur Dämmerung zurück. Zur ersten. Na, 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 na. So.
La 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 la. Kapzora. So. Na 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 na. Gut, dann hoffe ich einfach mal, dass es so funktioniert. So, jetzt muss aber trotzdem noch mal kurz gucken. Lern die Noten, die du beim Drummer von den Indiegogos findest und die dir der Bassist vorspielt. Achso, beim Drummer finde ich Noten. Okay. Gehen wir aber erstmal zum Bassisten und reden einfach mal mit ihm. So, dich schicke ich schon mal zur Seite. So, wen haben wir denn hier? Hier haben wir Mika, weißt du, so Jappas. Ihr macht sich ja wieder ein Sam-Jessen. Jam-Session. Gott. Hallo, reden. Mikau, wo warst du? Es heißt nur noch, hey, wo ist Mikau? Das Konzert drückt immer näher. Und dann spielt unser Leader den Unsichtbaren. Ivan hat sich in sein Zimmer verkrochen und schreibt nur noch Songs. Und zu einem Überfluss steht Lulu nur noch vor der Höhle herum und sie starrt aufs Meer hinaus. Man könnte meinen, dass sie sich einfach nicht mit mir abgeben will. Aber ich glaube, dass mit ihr wirklich etwas nicht stimmt. Versuchst du etwas von mir zu verbergen? Nicht, dass du glaubst, ich stelle hier Nachforschung an. Aber sieh doch, wenn wir nicht bald mit den Proben beginnen, können wir das Konzert vergessen. Oh, willst du mit mir jammen? Versuche, diese Zeilen nachzuspielen. Okay. Nein. Diese Melodie ist Schrott. Was ist los? Ich habe dich etwas anders in Erinnerung. Nein, ich will nicht aufhören. Ja, ist in. Was? Diese Melodie ist Schrott. Was? Och, nö. Ach, das kann jetzt dauern. Ja, die Melodie ist Schrott. Doch, wie spielt man denn? Wie soll man denn das spielen? Das. Ja. Boah, ich will aufhören. Ja, ich will. Ich will herausfinden, wie ich den Bass mache. Den tiefen Bass. Ich glaube, das ist es. Ey. Das ist. Oh Mann. Ich spiele das doch nach. Gut, das war euer Kern und mit Dingens. Ich finde heraus, wie das Offcamp funktioniert. Bis dann. Ciao.